Nach einem hart umkämpften 3:2 konnte der erste FC Magdeburg drei wichtige Punkte aus Hamburg mitbringen. Jetzt geht es zu Hause gegen den FC Heidenheim. Und damit herzlich willkommen beim Matchday. Wir schauen auf den aktuellen Tabellenstand. Der erste FC Magdeburg steht jetzt auf Platz 15. Der FC Heidenheim spielt oben mit auf Platz 4 aktuell. Es wird also ein harter Brocken für Magdeburg. Die Stimmung bei den Fans und Sponsoren ist aber eindeutig. Der erste FCM kann sich über eine Vielzahl von Sponsoren freuen. Viele davon aus der Region. Einer ist seit vielen Jahren Rewe. Wir als Rewe Kaufmannschaft haben uns zusammengeschlossen und haben im Prinzip über die Region, über die Grenze hinaus das Goldsponsoring mit dem ersten FC Magdeburg veranlasst. Dieses Sponsoring mündet immer wieder in spannenden Aktionen und Veranstaltungen rund um den ersten FC Magdeburg. Ja, wir können natürlich über verschiedenste Autogrammstunden sprechen, aber ich denke, die Highlights in den letzten Jahren waren unsere Sammelalben, die wir anlehnend an die Panini-Alben aus den vergangenen Zeiten. Man kennt das wahrscheinlich auch nur als Kind, da haben wir sicherlich auch alle fleißig gesammelt. Die Beziehung der Partner geht jedoch über das Sponsoring hinaus. Im ersten FC Magdeburg bin ich natürlich auch als Magdeburger verbunden, bin aus in langer Tradition dem ersten FC Magdeburg treu und natürlich auch Lokalpatriot. Und das, denke ich, zeichnet uns hier als Magdeburger aus. Doch nicht nur Volker Brandt ist Fan der Blau-Weißen. Viele Mitarbeiter teilen die Leidenschaft für den ersten FC Magdeburg. Wir haben von den Fans Fragen mitgebracht, die wir jetzt FCM-Keeper Dominik Reimann stellen wollen. Guten Morgen, Dominik. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg gestern beim HSV. Wie geht's dir jetzt einen Tag nach dem Spiel? Ja, ich glaube, wir sind alle glücklich, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten. Und wissen, was wir für ein Spiel dort gemacht haben und wissen, was wir leisten können. Und ich glaube, das sollten wir mit in die nächsten Spiele nehmen. Nach dem Spiel hat man gesehen, auf dem Platz gab es nochmal einen Kreis mit dem Trainer in der Mitte und anscheinend einer emotionalen Ansage. Was hat der Trainer da gesagt? Ja, dass wir das uns verdient haben, den Sieg. Wir haben gekämpft bis zur letzten Minute. Wir hatten das Quäntchen Glück, diesmal auf unserer Seite. Ja, und konnten so dann mit drei Punkten nach Hause fahren. Kampf bis zur letzten Minute ist genau das Stichwort. Gerade die letzten 10 Minuten, ich glaube, du hattest ordentlich zu tun. Es waren ja quasi alle 22 Mann bei dir im Strafraum. Wie hast du das erlebt? Ja, also dass es ein Spiel wird, wo Hamburg auch viel den Ball haben wird, das war klar. Wir haben es aber trotzdem bis zur letzten Minute wirklich sehr gut verteidigt. Klar hatten die auch Chancen, was völlig normal ist in der Liga. Aber nichtsdestotrotz haben wir das wirklich mit allen Mann gut verteidigt und haben den Sieg dann mitgenommen. Wir schauen mal auf ein paar Fragen an dich. Wie sieht denn so eine Rückfahrt nach einem gewonnenen Hamburg-Spiel aus? Wir haben uns gefreut, wir haben uns noch unterhalten über das Spiel. Die Stimmung war gut. So soll es auch sein nach so einem Sieg. Wie viele Handschuhe hast du und wie oft musst du die wechseln? Also wie oft ich neue habe oder wie viel ich verbrauche, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich mit einem Paar gespielt habe, die nächste Woche dann auch mit denen dann trainiere und zum nächsten Spiel ziehe ich dann neue Handschuhe an. Also ist es einfach, wenn sie sich abnutzen, nutzen sie sich ab und dann wird es Zeit für neue. Ja. Wie kam es dazu, dass du ein mitspielender Torhüter bist? Ja, ich glaube, das ist die Spielphilosophie von unserem Trainer auch. Der möchte ganz gerne, dass wir mit Ball einen Mann mehr auf dem Platz haben und den Gegner so bespielen können. Und so kam das Ganze zustande. Ich bin hier hingekommen, das war für mich ein ganz anderes Spiel, ein ganz neues Spiel. Ich war viel mehr mit eingebunden im Spielaufbau, muss sehr hoch stehen, muss immer gucken, dass ich mich auch rechtzeitig fallen lasse, wenn der Gegner dann mal den Ball bekommen könnte. Aber ich glaube, das haben wir bis jetzt ziemlich gut hinbekommen. Das würde ich so auch unterschreiben. Für dich persönlich, wie findest du das? Also ist das dein Ding? Würdest du sagen, das ist was für dich? Also ich muss schon sagen, dass ich meine Stärken auch mehr mit dem Ball am Fuß sehe, dass ich gute Bälle spielen kann und deswegen passt das auch ziemlich gut. War das vielleicht doch mal so ein Ding bei dir, sag ich mal, dass du auch spielerisch aktiver bist? Wo kommt das vielleicht her? Ich war ja damals auch Feldspieler und war nicht nur im Tor, deswegen kommt es vielleicht auch ein Stück weit davon. Aber ich habe immer geguckt, dass ich viel mit dem Fuß auch machen kann.
Schauen wir jetzt mal auf das kommende Heimspiel gegen Heidenheim. Wie ist da bei dir die Stimmung? Wie gehst du an das Spiel ran? Ja, also generell als Mannschaft. Wir haben jetzt in Hamburg 3 Punkte mitgenommen. Wir wissen, was möglich ist. Und so wollen wir auch das nächste Spiel angehen. Wir wollen ins Spiel gehen und wollen auch da erfolgreich sein und wollen auch da unsere Torchancen kreieren und wollen auch da, wie gestern, mit allen Mann dann am Ende auch verteidigen. Und dann hoffen wir, dass auch 3 Punkte hier in Magdeburg bleiben. Dominik, vielen Dank für das Interview und ganz viel Erfolg am Wochenende. Dankeschön. Wir verlassen jetzt das Stadion und gehen rüber zur Geschäftsstelle des 1. FC Magdeburg. Und da wollen wir mal schauen, wie die Medien- und Kommunikationsabteilung des Clubs arbeitet. Social Media, Stadiontreff, Pressekonferenzen. Mit diesen Themen und mehr beschäftigt sich die Stelle Medien und Kommunikation des 1. FC Magdeburg. Manuel Holscher ist der Pressesprecher des Clubs und leitet zudem die Abteilung. Explizit ist es bei mir so, dass alles, was externe und interne Kommunikation angeht, dass ich dafür verantwortlich bin, sprich Interviewanfragen. Der andere Punkt ist natürlich die Koordination, die Planung der verschiedenen Tools. Wir sind ja sehr crossmedial unterwegs, sei es jetzt online, Printprodukte oder eben auch die Gesamtstrategie, die Weiterentwicklung des Teams. Das Team der Medien und Kommunikation besteht aus mehreren Mitarbeitern. Jeder übernimmt dabei eigene Rollen, die klar aufgeteilt sind. Wir sind ja zu dritt, 3 festangestellte Mitarbeiter, zudem neben mir dann auch noch Tobias Bartel und Norm Seidler. Die kümmern sich dann schwerpunktmäßig jeweils um diverse Themen. Und bei Tobias Bartel ist es vor allem Social Media und Stadiontreff, also alle Printproduktionen, die wir planen und dann eben auch umsetzen. Wir sind gemeinsam auch jeweils immer mit dabei. Aber sie haben jeweils ihre Schwerpunkte auch. Bei Norm Seidler ist es dann vor allem die Fotografie, Club Media und eben das Thema Akkreditierung. Zu Club Media gehören Videos und Fotos des 1. FCM. Für Norman Seidler liegt der Schwerpunkt dabei auf der Fotografie und dem Aufbau einer Bilddatenbank. Die Bilddatenbank, die pflege ich quasi täglich, weil ja täglich auch Fotos angefertigt werden beim 1. FCM. Und Fotos pflegen heißt im Grunde nicht nur einfach ablegen in einem Online-System. Das heißt, es ist nach Datum geordnet und so weiter. Aber es sind eben auch Suchbegriffe hinterlegt. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Bild suche jetzt zum Beispiel den Spieler Barış Atik, dann habe ich die Möglichkeit, in der Datenbank den Begriff einzugeben und dann würde ich quasi alle Fotos zu Barış Atik finden, weil ich das vorher gepflegt habe. Tobias Bartel kümmert sich neben den App- und Social-Media-Inhalten auch um das Heft Stadiontreff. Ich bin zuständig größtenteils für den Bereich Content und Digital. Das bedeutet für die Erstellung und auch für die Verbreitung bzw. Ausspielung von News über App, Homepage und auch den Social-Media-Kanälen. Dazu haben wir hier unseren Content-Plan für die bessere Übersicht und die Planung auch der jeweiligen Inhalte an den Tagen. Und das steht hier zum Beispiel, was wird gepostet, wo wird es gepostet, in welcher Art. Also wird es nur auf der Homepage, nur auf der App oder wird es nur bei Social Media gepostet? Und wenn, dann wo und die Uhrzeit? Für die Mitarbeiter beginnt ein Heimspieltag 4 bis 5 Stunden vor Anpfiff. Und nach Abpfiff ist der Arbeitstag auch noch nicht vorbei. Es ist so, dass natürlich direkt nach dem Spiel zunächst dann die Interviews anstehen in der Mixzone. Da geht es um TV-Interviews, um Hörfunk- und Print-Interviews. Kurz danach steht dann die Pressekonferenz an. Damit ist dann der Arbeitstag für uns allerdings noch lange nicht zu Ende, weil wir uns natürlich dann noch um die Aufbereitung des Spiels aktuell kümmern. Im Anschluss wird auf die neue Woche geschaut. Postings werden geplant und es wird sich auf den nächsten Gegner vorbereitet. Wir befinden uns noch immer in der Geschäftsstelle des 1. FC Magdeburg, jetzt aber eine Etage tiefer vor dem Traditionskabinett des Clubs. Und wir sprechen jetzt mit dem Präsidenten des 1. FCM, mit Dr. Jörg Biersdorf. Wir stehen vor dem Traditionskabinett. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das Traditionskabinett ist natürlich immer ein ganz wesentlicher Bestandteil der Fankultur, auch eines Vereins, weil wir im Endeffekt hier unsere Schätze hüten, unsere Erfolge, unsere Replika der Pokale, die Wimpel von den Spielen, die der FCM in den letzten Jahren, Jahrzehnten bestritten hat. Und das ist, glaube ich, für jeden Verein so ein Herzstück. Jetzt ganz besonders, wir haben neben uns eine Holzfigur von Heinz Krügel stehen. Was hat es denn mit dieser Holzfigur auf sich? Im Endeffekt ist die Idee entstanden schon vor Corona, dass wir also quasi ein Ensemble der beliebtesten Spieler aus Holz nachschnitzen lassen. Und wenn ich hier so sehe, der Heinz Krügel sieht wirklich sehr, sehr lebensecht aus. In der Anfangsphase war es immer so, dass ich mich jedes Mal erschrocken habe, wenn ich hier zur Tür reingehe. Und das haben wir jetzt auch vor. Es gibt auch weitere Interessenten. Und das Ziel ist dabei, dass wir zum Beispiel bei besonderen Höhepunkten dann auch mit denjenigen, denen diese Figuren gehören, aber Vereinbarungen treffen, dass wir die Figuren dann zum Beispiel auch ausstellen, wie so eine,
ich will nicht sagen Holzfigurenarmee, aber im Endeffekt ist da so in dieser Form im deutschen Fußball mir nicht bekannt, dass es das gibt. Da muss ich absolut mitgehen. Also ich habe mich auch schon ein paar Mal erschrocken. Jedes Mal, wenn ich hier um die Ecke komme, dann huch. An wen gehen denn solche Holzfiguren oder kann man die in Auftrag geben? Wie genau funktioniert das? Also grundsätzlich kann die jeder im Auftrag geben. Es wird im Endeffekt ja ein Vertrag geschlossen. Das ist ja ein Kunstwerk. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das im Computer hergestellt wird, sondern es ist wirklich ein Künstler, der das macht. Und wie es beim Kunstwerk üblich ist, ist es so, dass derjenige, der das Kunstwerk produziert, also in dem Fall steht der Verein natürlich dahinter, dass wir dann auch Rechte haben für Ausstellungen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild erwerben würde, ist es in der Regel auch so, dass ich mit dem Künstler eine Vereinbarung treffe, dass wenn es also zur Ausstellung kommt, ich dann dieses Kunstwerk auch leihweise nutzen darf für Präsentationen. Ich könnte mir zum Beispiel bei Sponsorenpicknicken vorstellen oder bei irgendwelchen anderen Anlässen, Jubiläen, dass wir dann die Holzfiguren, die bis dahin gebunden sind, es gibt ja auch weitere Interessenten dafür, wir sind gerade dabei, die Verträge vorzubereiten, die dann im Endeffekt auch ausgestellt werden, damit Fotos gemacht werden können, man in Erinnerung schwelgen kann, etc. Welche Spieler oder Helden, sage ich mal, des FCM kann man denn noch so erwarten? Also ich denke mal grundsätzlich jede Ikone hier und gibt es hier eine ganze Menge. Ja, und es gibt also Anfragen immer von Jürgen Pomerenke, es gibt Anfragen zu Paul Seguin und so weiter. Möchte ich auch nicht zu sehr vorgreifen. Wir können immer noch welche gebrauchen, ohne Frage. Es dauert auch seine Zeit, diese zu produzieren. Aber wir hatten ja beim letzten Sponsorenpicknick das Projekt vorgestellt, wie gesagt, mit fast zweijähriger Verspätung leider. Aber im Endeffekt ist es so, dass es wirklich viele gibt, die gesagt haben, okay, kann ich mir vorstellen, interessiere mich dafür, nimmt Kontakt mit uns auf und dann sprechen wir das durch. Das ist sicherlich auch super interessant, wenn wir auf das 50-jährige Jubiläum des Europapokalsiegs schauen. Ist denn vom FCM da schon was Großes geplant, was man vielleicht verraten kann? Also im Endeffekt ist das, sind wir da mitten in der Vorbereitung. Es ist auch nicht so, dass da nur der FCM alleine irgendwas macht, sondern wir haben eine große Arbeitsgruppe, in der sich auch natürlich die aktive Fanszene einbringt, die Mitglieder einbringt, der sich auch diverse andere Partner einbringen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber das Ziel ist, dass wir im Prinzip mit dem Pokalsieg am 1. Mai 73, also sprich am 1. Mai 23 starten und dann im Endeffekt das ganze Jahr über begleiten in verschiedensten Formaten, Veranstaltungen und so weiter. Dann würde ich sagen, können wir uns da auf jeden Fall drauf freuen und ich wünsche noch eine erfolgreiche Restsaison und dass alles klappt, vor allem mit den Holzfiguren, dass da was Schönes bei rumkommt. Schönen Dank. Und auch die letzten Jahre haben beim 1. FC Magdeburg Helden hervorgebracht. Denken wir beispielsweise an die Saison 2017-2018, als der 1. FC Magdeburg das erste Mal in die zweite Bundesliga aufstieg. Wir haben den damaligen Kapitän Mario Sowislo vor kurzem getroffen und mal gefragt, was er heute so macht. Zur Saison 2012-2013 wechselte Mario Sowislo von den Sportfreunden Siegen zum 1. FC Magdeburg. Das Angebot hat er vorher mit seinem Vater besprochen. Dieser hat Marius ans Herz gelegt, einen Blick auf die Stadt und den Verein zu werfen. Es hat sich dann angeboten, nachdem wir zu den Vertragsgesprächen hergefahren sind, damals noch Andreas Petersen als Cheftrainer und Mario Kalnick hat da die sportliche Funktion übernommen, haben wir uns das Stadion angeschaut. War natürlich total imponierend, weil für einen Regionalligisten, der auf dem Abstiegsplatz stand, so ein Stadion, sag ich mal, mitten in der Stadt zu haben, ist etwas ganz Besonderes, gerade für Fußballer. Sportlich hatte Marius im ersten halben Jahr so seine Probleme. Er wollte den blau-weißen Fans aber immer zeigen, was er zu bieten hat. Er hat miterlebt, wie die Fans und der Club wieder vereint wurden. Wir haben immer mehr Omas, Opas, Enkelkinder, Kinder gesehen, die den Weg ins Stadion gemacht haben, die blau-weißen Schal wieder rausgeholt haben und somit das Vertrauen in die Mannschaft gewonnen haben, in den Verein, dass halt ein Schulterschluss irgendwo sich ergeben hat, wo die Fans mit der Mannschaft eins wurden. Wir am Ende 30.000 Fans im Stadion haben, es war brechend voll. In der Saison 2014-15 gelang der wichtige Aufstieg in die dritte Liga und drei Jahre später, 2018, der historische Aufstieg in die zweite Bundesliga. Für Marius ist klar, wie es dazu kam. Was uns ausgemacht hat, war halt der harte Kern, dass man halt sich einander verlassen konnte. Wir haben das Maximale aus uns rausgeholt. Für uns alle war das die zweite Chance, sich irgendwo zu etablieren, etwas Großes zu erreichen. Wir haben immer fest an das Ziel geglaubt. Wir haben uns nie vom Weg abbringen lassen und wir sind halt wirklich in eine Richtung marschiert. Und das war ein wichtiges Zusammenspiel, das bis heute, glaube ich, immer noch ganz viel im Kopf ist und unvergessen bleibt. Neben seiner Karriere auf dem Platz hat Marius das Sportlernetzwerk Sam for City gegründet. Er weiß um die Probleme von Sportlern und möchte diese mit Unternehmen der Region zusammenbringen.
wo muss man gerade auch in der Stadt, das war wahrscheinlich der Auslöser, dass wir in einer Sportstadt leben, irgendwo ein Netzwerk bilden, wo halt die Sportler empfangen werden, wo sie integriert werden, wo sie schnell Anschluss finden an die Gesellschaft und somit halt sich mit den Themen drumherum nicht beschäftigen müssen, sondern den Mehrwert ihrem Verein bieten. Auf der anderen Seite hast du ganz viele Wirtschaftspartner, die den regionalen Sport unterstützen und da wollte ich halt den Leistungssport mit der Wirtschaft vernetzen, was bis dato auch ganz gut funktioniert und wir halt nach dem Slogan Sport verbindet eine Stadt hält zusammen leben und uns gegenseitig nicht größer und kleiner machen, sondern halt für unsere Sportstadt einstehen und eine Gesellschaft bei uns Platz findet. Dem 1. FC Magdeburg ist Marius Sowislo weiter treu. Er leitet das Projekt Blau-Weißes Partnernetzwerk. Da darf ich oder bis heute noch sogar das Projekt leiten, das 2018 ins Leben gerufen wurde. Und dort bin ich für zuständig und versuche halt in Sachsen-Anhalt und mittlerweile auch überregional Vereine an den 1. FC Magdeburg zu binden und halt durch verschiedene Workshops, die verschiedene Themen haben, Sponsorengewinnung, Trainingsinhalte, Sportanlagen, Bau, Pflege, zu referieren mit Experten, die sich in den Themen noch besser auskennen, um halt so irgendwo auf Augenhöhe unseren vielen treuen Vereinen gegenüber zu stehen. Marius Sowislo. Als Kapitän hat er die Mannschaft zweimal zum Aufstieg geführt und bis heute bleibt er dem FCM treu. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es für die Spieler aussieht, wenn sie auf das Spielfeld gehen? Wir sind jetzt hier im Spielertunnel. Hier hinter mir sind die Kabinen. Da kommen die Spieler her. Und hier vorne geht es dann raus auf das Spielfeld. Und da werden die Spieler von einer Wahnsinnskulisse empfangen. Bevor das am Wochenende aber wieder soweit ist, wollen wir jetzt, wie in jeder Woche, einen Spieler etwas besser kennenlernen. Barış Artık war der Spieler der Saison 2021-2022 und hat mit seinen 19 Toren und 22 Assists maßgeblich zur Meisterschaft in der dritten Liga beigetragen. Im Spiel gegen den Hamburger Sportverein konnte Barış Artık wieder mit einem Tor und einem Assist glänzen. Die Atmosphäre im Volksparkstadion war für ihn etwas Besonderes. Es war natürlich ein Gänsehautmoment, dass man vor so einer Kulisse spielen durfte mit über 8000 Auswärtsfans von uns, die uns nach vorne gepeitscht haben und war auch wichtig für den Kopf, der Sieg. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir das Spiel mit nach Magdeburg nehmen konnten. Seine Dribbelkünste kommen nicht von ungefähr. Seit seiner Kindheit hat er ein Vorbild, zu dem er noch bis heute aufblickt. Ist unbestritten natürlich Ronaldinho vom FC Barcelona damals, die Zeiten. Es hat einfach mega Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Ich finde, es ist schade, dass solche Spielertypen aussterben, richtige Zehner. Ich werde nie aufhören, den zu bewundern und schaue mir auch heutzutage noch seine Videos an. Neben dem Platz geht es Barış Artık aber eher entspannt an. Ich bin oft mit meiner Frau spazieren, mit unserem Hund. Ansonsten vielleicht mal ein Käffchen trinken gehen mit ein paar Mannschaftskollegen. Abends darf es zur Entspannung dann auch mal ein Netflix-Film sein. Von Serien hält Barış eher nichts. Ich bin absolut nicht der Serienschauer, wenn, dann schaue ich nur Filme, weil ich das nicht mag, dass man so lange warten muss, bis ein Happy End gibt. Ich habe Geduld für 2 Stunden und danach muss schon ein Happy End da sein. In Magdeburg fühlt sich Barış rund um den Dom wohl. Aber sein Lieblingsplatz ist klar. Die Gegend dort gefällt mir sehr, sieht sehr friedlich aus. Also ich würde eher sagen, dass es einer meiner Lieblingsplätze sind. Aber mein absolutes Lieblingsplatz ist natürlich die MDCC Arena. Anpfiff ist am Freitagabend um 18.30 Uhr. Flutlichtspiel also. Es ist übrigens erst das dritte Mal, dass der FCM und Heidenheim aufeinandertreffen. Die letzten Male waren in der Saison 2018-2019. Hier zu Hause in Magdeburg ging es unentschieden aus. Auswärts hat Heidenheim 3:0 gewonnen. Wir dürfen also gespannt sein und die Daumen drücken, dass 3 Punkte hier in Magdeburg bleiben. Und ihr schreibt jetzt euren Tipp für das Heimspiel in die Kommentare. Das war's von mir und für euch gibt es jetzt den Mutmacher der Woche. Wir üben für das Konzert im Kompakt Medienzentrum. Beswing trifft auf. Tolle Gäste. Am 25. November um 20 Uhr.
Ja, und üben und trainieren, das ist ja so eine Sache, das müssen ja viele machen, ja. Zum Beispiel auch der FCM oder Anfang September die Fans vom FCM. Die haben geübt und haben mit einer Band zusammen vor dem Theater ein Projekt gemacht und ihre Fangesänge dem Publikum präsentiert. Und ich war dabei. Ja, ich habe euch gesehen, ja, ich war auch dabei. Du warst auch dabei. Und das war eine Leidenschaft, das hat totalen Spaß gemacht. Und wenn diese Leidenschaft am Freitag wieder dabei ist, dann kann doch eigentlich dem FCM im Spiel gegen Heidenheim gar nichts passieren, oder? Nee, und darum drücken wir dem FCM beide Daumen.